Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Metro-Spiel. Ich freue mich riesig, denn wenn ihr es noch nicht wisst, Metro war tatsächlich das erste Spiel, das ich hier auf diesem Kanal gespielt habe. Und zwar war das Metro Last Light. Metro 2033 kam dann später, ich glaube ein paar Jahre, zwei, drei Jahre später, habe ich mich dran gewagt. Und das heißt, wenn ihr jetzt diese Folge gesehen habt und noch nicht genug habt von Metro und mir, dann habt ihr noch zwei Playlists, die natürlich unten in der Beschreibung verlinkt sind. Und ja, ich habe mal kurz reingeguckt, wegen Soundeinstellungen und so weiter und so fort. Ist schon geil, ne? Von der Atmosphäre her. So, ich würde sagen, da eh schon alles eingestellt ist, fangen wir einfach mal ein neues Spiel an. Ich würde, glaube ich, fürs Let's Play einfach mal auf normal machen. Ich weiß nicht, wie es beim Epic Launcher ist. Ich denke nicht, dass es hier Erfolge gibt. Sollte es Erfolge geben, werde ich jetzt wahrscheinlich in einem Stream oder so nochmal den Ranger Hardcore-Modus spielen müssen. Aber naja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Hier wird nicht lang gequatscht. Aber ich erinnere mich noch an das Leben vor dem Krieg. Ich erinnere mich, dass wir anders waren und dort oben lebten, an der Oberfläche. Wir waren die Herrscher der gesamten Welt. Wir hatten gigantische Städte aus Glas und Stahl gebaut. Nach Belieben die Meere überquert und auch den Himmel erobert. Wir waren einmal 7 Milliarden. Wir sind nicht für das Leben in den Tunneln geboren. Ich wurde geboren, um frische Luft zu atmen. Daran kann ich mich erinnern. Die 7 Milliarden wurden im letzten Krieg ausgelöscht. Nur 50.000 schafften es, im Untergrund zu überleben. Die Oberfläche ist vergiftet, verbrannt und wimmelt vor schrecklichen Monstern. Eines Tages wird die Strahlung an der Oberfläche vielleicht nachlassen und unsere Enkelkinder oder deren Enkelkinder können vielleicht dorthin zurückkehren. Zumindest glauben meine Brüder des Ordens das. Im Grunde bestand für uns von Anfang an keine Hoffnung. Trotzdem sind wir Menschen einfach zu schlecht im Aufgeben. Wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir verbündeten uns und arbeiteten daran, die Metro zu unserem neuen Zuhause zu machen. Immerhin ist das hier möglicherweise der einzige Ort auf der Erde, an dem noch Menschen leben können. Eine Zeit lang hatten wir gedacht, wir könnten es schaffen. Doch leider hat der Krieg nicht auch unsere schlechten Gewohnheiten getötet. Es war nur ein flacher Abhang, aber wir glitten einfach hinunter. In der relativen Sicherheit der Tunnel gärte die Korruption. Und als die Gefahr von oben kam, stellten sich nur wenige von uns gegen sie. Und es wurden täglich weniger. Aber ich erinnere mich, dass wir für ein besseres Leben geboren wurden. Und ich kann nicht hinnehmen, dass ich im Untergrund alt werden und sterben soll. Es ist mir egal, wenn sie mich als Idioten beschimpfen. Aber wenn auch nur der kleinste Splitter dieser alten Welt noch da draußen existiert, muss ich ihn finden. Na, wer weiß, in einer Welt, in der Züge fliegen können? Wenn endlose Jahre hoffnungsloser Existenz und ein einzelner Moment der Hoffnung zur Auswahl stehen,
muss ich mich für die Hoffnung entscheiden. Ich muss dieses Signal finden. Ja, da wären wir also wieder. Oh, wie mache ich Licht an? Ah, stimmt. Ich erinnere mich. Ich habe ja damals auf der, ich weiß gar nicht, wie die Messe hier in Berlin hieß. Habe ich schon wieder vergessen. IMAX oder so. Habe ich das ja schon Probe spielen können. Ja, weiß ich noch ein bisschen was von den Einstellungen. Wie, was? Weißt du, kommst du ins Spiel, bist halt beim Verrecken. Ich will mich doch hier umsehen. Sauerstoff schon leer, ist klar. Ich glaubt. Na gut, dann halt nicht viel umsehen, sondern einfach nur ganz kurz hier überall rübergehen. Ich finde schon mal schön, dass hier überall Leichen sind. Ich finde, das ermutigt einen, dieses Spiel weiterhin zu spielen. Huch. Wie bin ich denn hier hingekommen? Pass auf, gleich bugge ich mich wieder irgendwo rein. Warum mache ich so eine Scheiße überhaupt, wenn ich doch weiß, wie es endet? Komm, hören wir auf. Nein, wir hören auf. Nachher zeige ich den Speedrunner noch, wie das ganze Spiel hier funktioniert. Das wollen wir nicht. Fängt ja schon mal gut an. Spinnenweben, stimmt. Moment, Moment. Ach, schön. Okay, wir sind hier unten auf jeden Fall nicht alleine. Ich kann noch mehr Spinnenweben vernichten. Ja. Es macht mir so lange Spaß, bis die Spinnen kommen und mich töten. Okay, Leute, ich habe gerade erst angefangen. Macht bitte keinen Stress, ja? Ich will das Spiel erst noch genießen, bevor ich mir die Hosen mache. Man muss dazu sagen, ich bin ein Schisser. Ich gebe es offen zu, ich bin ein Schisser. Ich weiß gar nicht, warum ich solche Spiele überhaupt spiele. Denn ich weiß, dass ich psychisch an meine Grenzen. Oh! Komme. Okay. Die Rache der Spinnen, sie war da. Ich dachte, da kommt irgendwas um die Ecke. Es ist nur so eine olle Spinne, ey. Die auf meinem Arm rumkrabbelt. Huch, was haben wir denn hier? Ein kleiner Aufsatz für mich, damit ich mehr Munition habe. Hm, ist schön. Direkt mal nachladen, weil der Typ das vergessen hat. Habe ich sofort gesehen, da fehlten nämlich 3 Kugeln. Meine Augen sehen so etwas. Warum ist eigentlich immer Winter? Ich meine, klar, nukleare Winter und so ein Kram, aber langsam sollte es doch warm werden. Hm. Ist ja nicht so, als wäre das alles gestern passiert. Oh, oh. Oh Gott, irgendwas ist über uns. Es läuft mit her.
bleib mal da, wo du bist. Oder ich bleib hier, wo ich bin. Ich werde diesen Zug nicht verlassen. Ich lebe jetzt hier. Alter! Geh weg! Selbst die Spinnen hauen schon ab. Och Mann. Naja. Kann ich wenigstens ihre Nester vernichten, ohne dass sie auf mir rumkrabbeln. Habt ihr es gehört? Jemand lacht, wenn ich die Spinnenweben verbrenne. Hä? Sind das die Spinnenweben oder ist das, weil ich bis hierher gekommen bin? Hat das irgendwas getriggert? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er auch einfach nur ein alter Sack auf dem Dach, der mich auslacht, weil ich Angst habe. Halt, hier ist noch ein Spinnnetz. Das muss mitvernichtet werden. Gibt vielleicht einen Erfolg. Ach nee, ich spiele hier auf dem Epic Launcher. Arschlöcher. Okay. Ich muss hier raus. Ja. Ich weiß nicht. Ist es jetzt schlau, mit dem Rücken voran, um nach oben zu gucken? Oder ist es schlau, vorwärts zu gehen? Weil wenn da jetzt was um die Ecke kommt, ne? Dann bin ich am Arsch. Aber wenn etwas von oben kommt, bin ich genauso am Arsch. Ich gehe seitwärts. Ich habe keine Granaten, oder? Nein. Ich habe etwas atmen hören. Das dürften die Spinnen sein, die nicht so erfreut sind, dass ich ihre Nester kaputt mache. Oh! Was ist da mir? Okay, da hinten wird schon geschossen. Das ist gut. Tötet mal alle, damit ich, wenn ich komme, keiner mehr da ist. Danke. Oh, von hier aus kann ich gucken. Okay, mein Visier ist jetzt nicht wirklich überragend. Aber da oben ist keiner. Nicht mal ein alter Mann. Okay, wir müssen uns übrigens sehr, sehr gut umsehen in diesem Spiel. Denn Munition ist rar. Deswegen Munition suchen. Ich fühl mich so sicher unter all den Leichen. Rein theoretisch kann ich mich dazulegen und kein Schwein würde merken, dass ich tot bin. Nicht tot bin. Ich weiß, ich bin viel zu vorsichtig, aber... Das ist der alte Mann. Der alte Mann hat hier irgendwo einen Deckel zugezogen und mich eingesperrt. Ich bin halt ein Schisser. Der versteckt sich auch schon. Na gut. Leute, ich weiß, ich bin zu langsam. Ich gebe mein Bestes, nicht zu langsam zu sein. Okay. Ach, guck mal, Telepathen. Ich erinnere mich an ihren Namen sogar. Brennet die Spinnen. Ihr seid die einzigen, die ich furchtlos ermorden kann. Ohne mir in die Hosen zu machen. Ich bin übrigens gespannt, wie das ist, weil wir sind jetzt hier in Metro Exodus wahrscheinlich öfters an der Oberfläche. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr auf unseren Sauerstoff achten. Und, ja, also, wir dürfen uns eigentlich gar nicht so viel umsehen. Das ist das große Problem! Weg mit dir! Alter, ich habe gerade geredet! Wie unhöflich! Ich dachte schon, der alte Mann wäre unhöflich. Ich muss Dinge tun. Und ihr dürft mich nicht dabei stören. Brennet. Spinnen. Ich hasse euch. Hallo? Brenn! Okay. Das Spinnennetz widersetzt sich mir. Ich komme wieder. Eines Tages. Oh, guck mal, da liegt noch so ein Typi. Oh, guck mal, da liegt ja noch so ein Typi. Lasst ihr mich jetzt in Ruhe mich hier umsehen? Ich meine, ich habe hier Sauerstoff. Ich freue mich, dass ich mich hier umsehen kann. Ein Büchlein. Neue Notiz. Sammelobjekte. Tagebuch. So. Willkommen zu meiner Lieblingsstelle. Stellen, an denen ich nicht sterben kann. 11. August. Wir sind angekommen. Soweit, so gut. Nur ein paar Ratten. Die Jungs laden die
Draisine aus. Ist das ein Name? 12. August. Nicht genug Leute, um die alten Sperren zu bemannen. Kolja ist gegangen, um weitere Freiwillige zu holen. Aber im Moment können wir nur die Plattform und die Luftschleuse besetzen. Michalic wird die Reparaturen wohl nicht allzu bald abschließen. Der Mechanismus ist eingerostet. 13. August. Ich habe ein paar Telepathen erschossen. Die Biester sind unbemerkt unter die Treppe hereingekommen. Gerissene Mistviecher. Der Antrieb der Luftschleuse ist hinüber. Michalic sagt, er kann nichts versprechen. Unser Vorrat an Filtern wird knapp. Zeit zum Improvisieren. Wir werden das Tor wohl einfach durch ein angeschweißtes Stück Stahl verschließen müssen und dann weiter überlegen. Soll ich vielleicht sogar einen russischen Akzent rausholen? 14. August. Draußen gibt es einen Massenansturm von Telepathen. Noch haben sie nicht angegriffen, aber trotzdem. Kolja hat zwar das Schweißgerät geholt, aber wir können nicht einmal mit der Arbeit loslegen. Sobald wir auch nur das kleinste Geräusch machen, fangen sie draußen an zu heulen. Für den Augenblick haben wir beschlossen, ein paar Fallen aufzustellen. Ich glaube, ich lese es nochmal. Ja, schade. Ich hätte gern ein Ja dazu gehabt, aber gut. Oh, Postkarten. In Moskau gibt es 2, okay. Munition kann ich gebrauchen. Liegt da noch ein Büchlein? Nein. Ich muss hier alles finden. Sämtliche Notizen werden mein sein. Ah, Munition. Ah, brauche ich nicht. Okay, wir haben es also hier mit den leichten Viechern zu tun. Ich freue mich. Es wird später noch ein bisschen schwerer. Ist das diese Daisirin oder wie sie auch immer hieß? Ist wahrscheinlich einfach nur ein Teekocher. Ja, ist ein Teekocher. Habe ich auch bei mir zu Hause. Ich weiß nicht, wann die wieder um die Ecke kommen. Ich meine, die sind jetzt nicht wirklich stark, aber ich habe auch keinen Bock, dass mich einer anspringt. Ah, guck mal, die haben sich hier auf jeden Fall verteidigt. Wäre doch nicht sehr erfolgreich. Und dann hat niemand die Tasche mitgenommen? Ich kann ja nicht... Ach so. Ich kann ja nicht mal die Munition mitnehmen. Das ist ja fies. Ach so. Ich wollte gerade sagen, kann ich den Kochtopf anschalten? Es ist ein bisschen blöd, dass ich hier Licht ausmache, aber somit kommen die Telepathen nicht zu mir. Russisch kann ich übrigens nicht lesen. Ich kann es nur verstehen. Aber das bringt in diesem Spiel halt nichts. Halt, es gab eine Option. Ich weiß gar nicht, ob ich sie angemacht habe. Schilder übersetzen. Wir werden überleben. Nein. Das können wir nicht übersetzen. Och Mann, ich will nicht dahin. Aber ich habe schon die Glocke gehört. Also unsere Leute erscheinen in Gefahr zu sein. Aber wisst ihr was? Mir ist das völlig Wumpe. Mir ist das egal. Ich meine, sind wir doch ganz ehrlich. Wir spielen nicht dieses Spiel, damit wir zu Hause mit unseren Leuten überleben. Wir spielen dieses Spiel, weil wir weggehen. Okay. Ist der Akku etwa leer? Wir werden höchstwahrscheinlich unsere Butze da hinten verlassen. Die ja, ach, so sicher ist. Und dann wahrscheinlich sterben. 10.000 Mal. Also so kenne ich mich. Okay, ich will hier ran. Es geht nicht. Warum geht das nicht? Bin ich zu klein? Es ist deswegen... Kann ich einfach hochspringen? Nein. Huch! Jetzt stirbt doch! Meine Güte. Habe ich den Kopf nicht getroffen. Ich glaube, ich sollte verschwinden. Haut rein! Oh Gott! Ja. Ich bin dann mal weg! Tschüss! Oh.
Ich wette, den Typen, dem wir gerade das Auge ausgestochen haben, der kommt wieder. Warum ist das Licht aus? In der Station ist es jetzt Nacht, aber keine Sorge. Alles klar, aufmachen! Gesagt, dass Sie ihn erwarten. Los! Hey Duke, warte mal. Wohin denn jetzt? Nach links, über den Platz. Hey Damir, meinst du, der Oberst weiß, was Artyom da oben vorhatte? Woher soll ich das wissen? Frag ihn doch selbst. Er hat sich vom Ring aus per Funk gemeldet und gesagt, er sei morgen hier. Hey du, lass ihn in Ruhe. Ha, soll er doch lernen, selbst klarzukommen. Wie soll er sonst in der Metro überleben? Aufwachen, Leute. Halte durch, Artyom. Du bekommst jetzt eine frische Dosis Spartanerblut. Artyom, bist du wach? Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Da draußen ist niemand, Artyom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst! Hallo, Alex. Da bist du ja, du Robok. Hi, Miller. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Einmal. Wenn ich wegen deiner albernen Träume selbst umbringe, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte. Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Artyom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Klar. Wir sehen uns später. Oh rein. Als ob. Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Ja, ja. Töte mal den Weltenretter, ist okay. Ist ja nicht so, als hätte ich irgendwas gerissen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das sind Sie ganz sicher. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich zuletzt so gesunde und fitte Leute gesehen habe. Ich auch nicht. Eine Schande, dass Sie so viel Zeit an der Oberfläche verbringen. Tja, ist leider Ihre Aufgabe.
Aufgabe oder nicht, wenn die so weitermachen. Naja, nicht jeder hält es aus, hier unten eingepfercht zu sein. Hm? Und warum nicht? Bis jetzt hat uns genau das am Leben gehalten. Was glaubst du, wie lange das noch so weitergeht? Wie viele Kinder gibt es in der Station? In der ganzen Metro? Wer wird hier in 10 Jahren noch übrig sein? In 10 Jahren? Wir können von Glück reden, wenn wir halb so lange durchhalten. Keine Antibiotika, keinen Faden zum Vernähen. Deshalb können wir es uns nicht erlauben, unsere besten Kämpfer unnötige Risiken eingehen zu lassen. Was sollen wir tun, wenn alle Spartaner verstrahlt wie Artyom wieder nach unten kommen und die Faschisten irgendwas versuchen? Genau deshalb gehen die ja nach oben. Sie wissen, dass wir nicht alles lösen können, wenn wir uns hier verkriechen. Die Vorräte gehen zur Neige. Wir sind weniger und die Mutanten mehr geworden. Und die werden tagtäglich immer größer, stärker und schlauer. Über kurz oder lang machen die uns platt. Klar, wir können sonst nirgends hin, aber vielleicht gibt es da oben etwas, das uns hilft. Ich weiß nicht, was so wertvoll sein soll, dass sie ihr Leben derart aufs Spiel setzen. Aber wer weiß, vielleicht haben sie in D6 irgendeine Geheimkarte gefunden, die zu einem Lager führt. Zu irgendwas, das uns rettet. Keine Ahnung. Ich bezweifle, dass es da draußen eine magische Rettung gibt. Was hätte über all die Jahre an der Oberfläche überleben sollen? Die einzige wirkliche Lösung wäre die totale Evakuierung. Aber wohin sollten wir gehen? Was schlägst du also vor? Ich würde sagen, wir bringen uns einfach selbst um. Ich habe wirklich keine Ahnung. Die wird wohl niemand haben, aber hey, wenigstens versuchen sie es. Ja, wenn nicht sie, wer dann? Oh, immer wieder der Spruch. Oh. Übrigens, was wollte ich jetzt sagen? Stimmt. Es geht denen ja um Ressourcen, weißt du? Aber es gibt ja hier überall diese Mutanten und wenn wir die töten, kriegen wir deren Felle und so weiter und so fort. Wie haben die es denn damals gemacht, um Faden zu erstellen? Ja, natürlich, die haben da halt Viechers getötet und dann irgendwie da, keine Ahnung, Faden draus gemacht. Ich meine, ich bin jetzt kein Spezialist dafür, aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine, wir müssen ja einfach nur von vorne anfangen. Patientenakte. Artyom. Chiorni, oh Gott. Geboren 31.03.2009. Blutgruppe AB4RH plus. Eingewiesen am, komm schon, es ist das dritte Mal. Diagnose. Rezidive Strahlenkrankheit, leichte Form, ungefährliche Dosis. 1 bis 1,5 Gü, Prognose günstig. Behandlung, Bluttransfusion 0,5 K, 3 Wochen Kali, Bettruhe, mindestens 1 Jahr lang nicht an die Oberfläche. Das ist ein guter Versuch. Na gut, ich bin übrigens stehen geblieben, weil wir höchstwahrscheinlich gleich in eine Sequenz oder so triggern. Hallo? Mach euer Licht aus. Ich finde die Ratte so cool. Und das sind 2! Das sind einfach 2 Ratten. Das Schöne ist ja, die Ratten betreiben einen Generator, der einfach nirgendwo hinführt. Die betreiben einfach nur einen Generator. Wäre da wenigstens eine Batterie, aber ich sehe da nicht mal eine Batterie. Ich sehe nur, dass sie da einen Motor betreiben. Oder ist da drinnen irgendwas Wichtiges? Ach, ich weiß es nicht, das ist irgendwie seltsam. Kann ich denn Licht ausmachen? Nein, schade. Alter, die reden wenigstens mit mir, aber nichts. Das Licht habe ich absichtlich ausgemacht. Licht aus. Strom sparen. Die Ratten haben nicht genug Energie. Ah, das sind so meine Lieblingsstellen, weißt du? Das, alles ist ruhig. Keiner, der einen töten will. Ein kleiner Junge. Kann ich dein Licht ausmachen? Onkel Artyom, keine Sorge. Ich glaube dir. Nimmst du mich denn mit, wenn du draußen einen sauberen Ort findest? Schaffst es ja nicht mehr bis zur Toilette und kippst um, ey. Hör auf, ihm Flausen in den Kopf zu setzen. Ich will nicht, dass er so verrückt wird wie du. Seit du ihm diese dummen Geschichten erzählt hast, kann er kaum noch schlafen. Was hat er denn davon? Bitte, lass meinen Sohn in Ruhe.
Der wird doch zum Weichei, weißt du? Wir sind hier in der postapokalyptischen Welt. Oh, ich schenke meinem Sohn nur Blümchen. Das kann ja wohl nicht sein, dass er mit irgendwelchen Geschichten malträtiert wird. Anna, ich habe dir schon 100 Mal gesagt, dass du zur Hollis zurückkehren musst. Ich habe den Orden verlassen und somit entscheidet niemand für mich, was Artyom betrifft. Es reicht, Artyom dies, Artyom das. Wie eine Platte mit Sprung hätten die Jungs es nicht rechtzeitig geschafft. Wärst du jetzt eine Witwe? Hör auf! Nein, du hörst auf. In der Hollis wartet eine gemütliche Wohnung. Weit entfernt von dieser Bruchbude, in der ihr vorgeht. Was meinst du damit? Wir geben es vor. Genau das. Und es wird Zeit, dass du aufhörst, nur an dich zu denken. Du weißt, wie wenig Veteranen wir haben. Mit deiner Erfahrung solltest du besser die Rekruten ausbilden, denn so könntest du viele Leben retten. Ich bin es so leid, dir das ständig erklären zu müssen. Anna, das ja, ist Wahnsinn! Das weiß ich. So viel Zeit an der Oberfläche zu verbringen, ist Selbstmord. Ja, und ich will meinen Mann nicht an die Strahlung verlieren. Ich hasse ihn dafür, dass er sich tagtäglich da draußen ein Stück weit umbringt. Aber was, wenn du auch nur für eine Sekunde in Betracht ziehst, dass Artyom recht hat? Was, wenn er dieses Signal gehört hat? Könntest du dir jemals vergeben, wenn wir die Chance sausen lassen? Die Chance auf ein echtes Leben und darauf, unsere Kinder im Freien großziehen zu können? Mit der Sonne im Gesicht? Echte Sonne, Papa. Ich weiß, dass ich es nicht könnte. Also gut. Lass uns noch einmal mit Artyom darüber sprechen. Ich muss allerdings sagen, dass selbst wenn er ein Signal gehört hat, das nicht unbedingt etwas Gutes bedeuten muss. Wir reden später darüber, aber nicht so öffentlich. Abgemacht. Bevor wir vorhin aufgewacht sind, hatten wir Licht aus, Strom sparen, Ratten haben nicht genug Energie, Strom sparen an der Kerze. Bevor wir aufgewacht sind, haben wir dieses Signal gehört. Entweder hat er sich das so krass eingespeichert, dass er es da gehört hat, oder es war wirklich ein Traum. Ich weiß es nicht. Aber Freunde, bevor wir jetzt diese Tür durchstreiten, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich weiß, ich war diese Folge ein bisschen langsamer, aber je länger ich spiele, umso schneller wird es vorangehen. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich werde noch den Mut fassen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.